Hallo, ich bin Lisa Sprenger von Mimobile und ich stelle Ihnen heute die Hexitz-Gruppe von Eurer Mobil vor. Dieser Alkoven ist perfekt für zwei Personen, hat eine wahnsinnig gemütliche Hexitz-Gruppe, bietet innen viel Raum und das alles auf einer Länge von 6 Metern. Youngstars, unsere jungen Gebrauchten mit dem Stern. So gut wie neu, große Auswahl, wenig Kilometer, sofort verfügbar. Wir haben Kunden, die nennen das Fahrzeug auch den Würfel. Und wenn man so davor steht, versteht man auch warum. Das ist fast so hoch wie lang. Das Fahrzeug ist 3,13 Meter und 6 Meter. Also dadurch, dass es so kurz ist, wirkt es natürlich auch noch mal höher. Das Fahrzeug ist so hoch, weil das Bett über dem Fahrerhaus ist bei einem Alkoven. Das hat den Vorteil, dass wir hinten den kompletten Platz zum Wohnen haben. Und auch wenn das Fahrzeug nur 6 Meter ist, ist es trotzdem immer noch viel Platz. Eurer macht den Alkoven hoch. Wir sagen, wir wollen mindestens 80 cm Sitzhöhe, dass man da ordentlich Luft beim Schlafen hat. Ja, deswegen ist der 3,13 Meter, aber wichtig ist, dass er kompakt ist und dass man um die Ecken kommt. Und jetzt schauen wir uns das Fahrzeug mal von innen an. Das Alkovenbett ist eines der größten Betten, die man im Wohnmobil bekommen kann. Das stört da oben nicht, deswegen kann das schön groß sein. Das hier ist jetzt 2 Meter auf 1,50. Besonders schön ist, dass wir einen Sunroof oben drin haben. Das kann man den Sternenhimmel anschauen. Das kann man nicht öffnen. Zum Durchlüften hat man links und rechts immer die Fenster. Die sind serienmäßig dabei. Genau. Was ganz gut ist zum Durchgehen, kann man das aufstellen. Sonst stößt man sich den Kopf. Einmal hier für große Leute, sorgt auch beim Fahren einfach für ein bisschen mehr Frischluft. Mit so einer Hexitz-Gruppe wünscht man sich fast einen Regentag, dass man hier einfach herrlich lümmeln kann. Jeder hat seine Ecke, einfach super bequem. Sie sind hier oben wie in einer Aussichtskanzel. Wir haben Fenster rundherum. Durch den doppelten Boden sind wir höher. Dadurch können wir rausgucken, andere können uns aber nicht reinschauen. Aber nicht nur zu zweit kann man hier wunderbar sitzen, auch zu viert. Und Sie können auch zu viert fahren. Wir haben hier hinten nochmal 2 Gurtplätze. Die Gurte an sich sind hier hinten versteckt drunter. Heißt, wenn Sie zu zweit unterwegs sind, stört es das Bild nicht. Sie können die Kopfstützen auch rausnehmen. Sind einfach geklettet. Ja? Hat man freie Sicht nach hinten. Genau. Auch wenn Sie zu viert fahren, brauchen Sie auch 4 Schlafplätze. Den Tisch kann man absenken, dann wird es hier alles ein Doppelbett. Sie können das mit den Rückenpolstern bauen, man braucht kein Zusatzpolster. Und ansonsten ist der Tisch natürlich auch verschiebbar in alle möglichen Richtungen. Dafür, dass wir hier in einem 6 Meter Mobil sind, haben wir wahnsinnig viel Stauschränke. Die ziehen sich hier oben überall rum. Einfach ja, zum Ziehen. Was auch toll ist, wir haben einen riesengroßen Kleiderschrank. Den kann man variabel einstellen mit den Brettern. Man kann 2 Hängeschränke draus machen oder Einlegefächer. Kriegen Sie auf jeden Fall ordentlich alles rein. Außerdem haben wir hier eine richtig tolle große Fläche. Also wenn hier einer steht, Kaffee kocht, kommt der andere ohne Probleme vorbei. Auf so einem kleinen Raum eigentlich undenkbar. Die Hexitz-Gruppe macht's möglich. An der Küche hier kann man wunderbar herrlich arbeiten. Wir haben nämlich Fläche drumherum, wo man Sachen ablegen kann, wo man mal was schneiden kann. Es gibt standardmäßig wie immer 3 Kochfelder. Was hier an der Küche sehr schön ist, dass wir eine riesengroße Schublade haben. Unten drunter kommen Schränkchen. Die bauen wir Ihnen aber bei uns in der Werkstatt gerne um zu einer sogenannten Komfortküche. Dann bekommen Sie hier auch Schubladen rein auf beiden Seiten. Ja, ist deutlich komfortabler zum Stauen. Das gleiche machen wir auch hier hinten. Aktuell Handtuchhalter, ist ein bisschen verlorener Platz. Es gibt da einen Apothekerschrank, den wir einbauen. Ist herrlicher Platz, um Flaschen sauber zu verstauen. Der Kühlschrank hier hat ordentlich Platz, immer mit Gefrierfach oben drinnen. Halt, andere Seite, so rum.
Optional kann man den Boden auch rausnehmen, dann wird der Kühlbereich einfach größer. Also total flexibel, schön ist, der ist mit Automatik, sucht sich selber seine Energiequelle aus. Brauchen Sie nichts mehr umstellen, wenn Sie losfahren. So, ich habe einmal Probe geduscht für Sie. Ich muss sagen, sie ist sehr geräumig. Was schön ist, es gibt keinen Vorhang, der irgendwie an einem klebt. Wir haben einfach Kunststoffscheiben, die hier so verschoben werden. Immer sichern, dass während der Fahrt da nichts klackert. Mit beiden Händen führen, dann geht es echt ruckzuck. Ja. Nach dem Duschen einfach wieder umbauen, Waschbecken rüberschwenken, dann passt wieder alles. Das Schöne an dem Waschbecken ist, dass es herrlich groß ist, heißt, man verkleckert nichts beim Gesichtwaschen, ist einfach bedienerfreundlich. Man hat bei dem Fahrzeug nicht nur innen wahnsinnig viel Stauraum, sondern auch hier unten. Wir haben keine große Garage, das ist halt durch die Hecksitzgruppe bedingt, aber der Doppelboden ermöglicht uns hier wahnsinnig viel reinzustauen. Der Doppelboden hat viele Vorteile. Größter Vorteil ist, denke ich mal, Stauraum. Dann kommt Winterfestigkeit. Wir sind gegen den Boden doppelt isoliert. Was man hier schön sieht, ist, dass die Heizungsrohre am Oberboden laufen. Das ist wie eine Fußbodenheizung im Winter. Und gleichzeitig sitzen, das Blaue ist der Frischwassertank. Der Abwassertank kommt davor, den sieht man jetzt gerade nicht. Gleichzeitig sitzen die Tanks gut isoliert, heißt, sie können nicht einfrieren im Winter. Dritter Vorteil vom Doppelboden ist, wie wir vorhin innen schon gesehen haben, dass wir einfach höher wohnen und wie eine Aussichtskanzel über alle drüber weg sind, was gerade beim Alkoven absolut Sinn macht, weil durch das Bett über dem Fahrerhaus das Fahrzeug sowieso schon hoch ist, heißt, wir können unseren Doppelboden auch gerne ein bisschen höher machen. Dadurch wird das Fahrzeug nicht höher. Ja, hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt und wenn dem so ist, rufen Sie uns doch einfach an und verabreden einen Termin. Wir sind ganz in der Nähe von Stuttgart, 15 Minuten weg vom Stadion, direkt an der B29 zwischen Fellbach und Schorndorf.